Hallo. Gestern bin ich nach der Plenarwoche in Straßburg direkt nach Berlin gefahren, weil ich hier heute in Berlin ein paar Gespräche zum Westbalkan führen möchte. Der Westbalkan ist sowohl für uns natürlich in der Europäischen Union als auch hier in Berlin relevant. Und weil Deutschland ab dem 1. Juli die Ratspräsidentschaft übernimmt, ist es mir schon ein großes Anliegen, ein bisschen zu hören und sich auszutauschen, wie möglicherweise die Berliner Westbalkan-Strategie, die Erweiterungspolitik aussehen wird und inwieweit man auch stärker Einfluss nehmen kann auf die Länder, insbesondere Frankreich, die im Moment nicht für eine Erweiterung stimmen möchten. Und das gilt es alles gut vorzubereiten und daher freue ich mich, dass ich hier die Gelegenheit habe. In Straßburg ging es um sehr, sehr unterschiedliche Themen. Wir hatten von der Situation in Syrien, der Frage, wie es mit dem neuen sogenannten Friedensplan von Trump Israel-Palästina umzugehen ist. Es ging aber auch um die Erweiterungspolitik, um den Besuch des Kommissars in der Region, um die neue Mythologie. Und es ging am Ende auch um den Umgang des Coronavirus in China und was das bedeutet, wenn vor allen Dingen dann teilweise eine sehr anti-asiatische, anti-chinesische Stimmung mit einer fast Hysterie endet. In diesem Zusammenhang, nicht unbedingt mit dem Coronavirus, möchte ich darauf hinweisen, dass wir am 26. Februar in Hannover von 13 bis 15 Uhr im Intercity Hotel eine sehr interessante Diskussionsveranstaltung auch mit meiner Kollegin hier aus dem Bundestag, Margarete Bause, zum Schutz der Uiguren und der Minderheiten in China, zur Situation in Xinjiang organisieren, gemeinsam mit der Gesellschaft für bedrohte Völker. Das Ganze ist öffentlich, wir laden alle ganz herzlich ein, freuen uns über eine rege Beteiligung und über einen guten Austausch.